Ja, moin Leute, da melde ich mich auch mit einem neuen Thema. Und zwar das Thema ist dann heute Gewalttäter Teil 4. Also nicht so ein neues Thema, sondern die Fortsetzung der Serie. Ich beachte den Brunnen hinter mir nicht so, ich fand das toll, aber das Plätschern wird vielleicht einige nerven. Und einige finden es toll, also ist mir das relativ egal. Heute spreche ich über den Druck der Gruppe, der viel damit zu tun hat, wenn Gewalt ausgeübt wird. Besonders auch, wenn die Gewalt eskaliert, was ich dann auch immer erlebt habe in den Gruppen. Warum das dann zu einer Eskalation kommt, das ist nur aus den eigenen Erfahrungen heraus. Und wenn ich über diese Gruppen spreche, dann meine ich natürlich auch besonders die Kameradschaft, in der ich aktiv war, den Rockerclubs, in denen ich aktiv war und so weiter. Ich rede dann natürlich über diese Sachen, die dann auch diese kriminellen Positionen einnehmen, die, wo es um Machtverteidigung geht, um Gebietsverteidigung, um Einfluss, um Geld und so weiter. Auch wenn die das immer alle nicht zugeben, aber das sind ja nun mal kriminelle Vereinigungen, wo es dann um ein höheres Ziel geht, Geld. Und welche Rolle spielt da die Gruppe? Ich habe dann viele kennengelernt, die in diesen Clubs mitgemacht haben, in den Kameradschaften oder sonst was, die grundsätzlich mit der Gewalt gar nicht viel am Hut hatten. Also die haben sich auch nicht dafür interessiert, irgendwie Kampfsport zu machen, haben sich nicht für Waffen interessiert und so weiter. Sie haben selber nicht Gewalt erlebt, unbedingt massive Gewalt erlebt oder auch Gewalt ausgeübt. Wollten dann trotzdem in den Gruppen mitmachen. Man kann dieses äußere Erscheinungsbild, dass man ja ein angeblicher harter Schläger ist oder so, kann man sich heute recht schnell zulegen. Man geht ein bisschen ins Fitnessstudio, pumpt, man tätowiert sich von oben bis unten zu und dann kann man ältere Leute erschrecken oder kleine Kinder wechseln die Straßenseite. Aber grundsätzlich, das, was ich erlebt habe, ist natürlich viele, die dann dabei waren und gar keine Bindung zu dieser Gewalt hatten oder keine Erfahrung hatten, die wurden natürlich trotzdem in diese Gewalt mit hineingezogen. Und davor kann man sich dann gar nicht so schützen, weil der Druck der Gruppe ist so enorm, man kann sich dem gar nicht entziehen. Wenn dann die Gruppe Streit hat, einzelne Personen aus der Gruppe Streit haben, dann geht man natürlich und beruft sich auf seinen Club, der im Hintergrund ist und sagt, ja, wir müssen die Dinge regeln, wir müssen zusammenhalten und wir müssen jetzt losgehen und Gewalt ausüben. Ja, wie kann man dann ausscheren, wenn man dann zu einer Gruppe gehört, auch einen Club, ein Motorradclub oder eine Kameradschaft oder so weiter und dann man ist dann der Einzige, der sagt, naja, eigentlich habe ich mit der Gewalt nicht so viel am Hut und müssen wir es jetzt so gerade ziehen und müssen wir jetzt losgehen und so weiter. Da steht natürlich keiner auf und sagt, ich möchte damit nichts zu tun haben. Der eine sagt dann vielleicht, man hat was mit dem Magen und man kommt vom Pott nicht runter und so weiter. Das kann man einmal machen, aber jeder weiß, wenn man in diesen Situationen ist, in diesen Gruppen ist, dann kommen die Situationen öfters auf und dann muss man irgendwann mit. Und dann habe ich das erlebt, dass wirklich anfänglich auch, wo es um Schlägereien ging, dass Leute da mitgekommen sind und mit schon so einem mulmigen Gefühl gekommen sind. Man hat das angesehen, die waren blass und die sind mit hingekommen. Wenn wir uns zu Schlägereien verabredet haben oder Leute gesucht haben und es gab massive Gewalt, die dann aber eigentlich gar nicht dabei sein wollten. Warum kommen die dann mit? Naja, nee, stellen wir uns das vor. Man ist jetzt diese Kameradschaft, die sich dann wöchentlich trifft, jedes Wochenende und dann sagt man sich auf einmal und stellt sich vor die 19 anderen aus dieser Kameradschaft, aus dem Rockerclub und stellt sich hin und sagt, naja, das mit der Gewalt, das ist nicht so meins und finde ich auch nicht so gut und so weiter, lasst mich da mal so ein bisschen raus. Ja, da kann sich jeder vorstellen, was da passiert, man wird aus diesem Club entsorgt, vielleicht macht das nicht jeder, aber man würde dann zumindest echt ein Hasenfuß genannt werden, man würde ein Weichei genannt werden, man würde regelrecht gemobbt werden und wenn man nicht sogar also sofort rausgeschmissen wird. Also man muss sich dem dann sowieso hingehen, man muss dann mitmachen, man hat gar keine Wahl, man gibt seine eigene Entscheidungskraft auf, auch wenn man dagegen angehen möchte. Und ich habe das gesehen, das ist eine Steigerung, das geht nicht nur dadurch, dass man vielleicht nicht bei Schlägereien mit möchte. Nachher, wo es immer intensiver wurde, wo es dann um viel Geld ging, wo es um Drogengeschäfte ging und um Prostitution in meinem Fall, wo wir dann losgegangen sind, da haben Leute eine Waffe in die Hand genommen, also scharfe Schusswaffen teilweise, und sind damit losgegangen, obwohl sie das gar nicht wollten. Und ich bin mir ziemlich sicher, es gab 3-4 Situationen, wo es wirklich war, wo wir zu Treffen gefahren sind, die Waffen halt sozusagen alle unter der Jacke dabei hatten und waren dann auch bereit, diese Waffen dann einzusetzen. Man wird ja aufgepeitscht. Auch ich habe diese aufpeitschenden Reden gehalten, man müsste und dann muss man halt dafür ins Gefängnis und so weiter. Und die Leute haben sich dahin wirklich manipulieren lassen. Sie haben sich dann nicht getraut, ihre Meinung dazu sagen. Das hat immer wieder was, wenn ich über diese Gruppen spreche, das hat Verlust mit eurer eigenen Entscheidungskraft zu tun, Leute. Wenn ihr euch diesen Sachen anschließt, dann könnt ihr über eure eigenen Entscheidungen nicht mehr selber Herr sein. Das ist ganz wichtig. Und ihr werdet dann vielleicht in Sachen reingezogen, in die ihr gar nicht reingezogen werden möchtet. Und natürlich werdet ihr dann auch dafür gerade stehen müssen, besonders dann, wenn es auch um strafrechtliche Konsequenzen geht, wenn es um Gefängnis geht und so weiter. Und da kann ich euch versprechen, es funktioniert teilweise, dass einige sich vielleicht draußen kümmern, aber ihr, im Endeffekt sitzt ihr da alleine in der Zelle, ihr müsst das alleine ausbaden, euer Leben bricht alleine zusammen und alle anderen interessieren sich dafür einen Scheiß.
Also dieser Druck der Gruppe, der ist enorm. Ein Mann alleine oder auch eine Frau alleine, da steckt viel mehr Stärke drin, wenn ihr einen Partner habt, wenn ihr eine Familie habt, das ist die Stärke. Setzt euch dafür ein, nicht für diese bescheuerten Gruppen. Oftmals geht ihr dann auch los und setzt euch nur für die Ziele Einzelner ein, um deren Geld und deren Macht zu beschützen, und ihr werdet da einfach missbraucht und das merkt ihr gar nicht. Sagt mir bitte ein bisschen Meinung dazu, was ihr so erfahren habt. Ich habe da mittlerweile viele, die auch aus unterschiedlichsten Szenen kommen, Rechtsextremismus oder Rotlicht oder Rocker. Lasst mir eine Meinung da. Teilt gerne die Videos, ich bin gespannt. Lasst uns helfen, dass hier Jugendliche sich nicht so ködern lassen in irgendwelche Gruppierungen, weil sie meinen, sie ziehen ein großes T-Shirt an und gehören zur Engler Gang dazu. Nein, seid ihr nicht, ihr werdet verheizt, Leute. Also, teilt gerne die Videos, macht ein Abo. Ansonsten wünsche ich euch hier von diesem sonnigen Tag, ich wünsche euch ein Ahoi von der Küste, Leute.